Dieses Video enthält Spoiler zu Star Wars Jedi Fallen Order. Das heißt, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, schaut euch das Video am besten nicht an. Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und heute haben wir mal wieder ein besonderes Video hier. Und zwar reden wir heute über Star Wars Jedi Fallen Order und einen potenziellen zweiten Teil davon, beziehungsweise auch ja, ein DLC, was man eventuell erwarten könnte. Da stehen die Chancen natürlich ein bisschen schlechter. Ich hatte ja schon mal News dazu rausgebracht, dass es wahrscheinlich eher kein DLC geben wird, sondern eher, dass es wahrscheinlich ja einen zweiten Teil. Respawn Entertainment hatte auch schon neue Leute eingestellt und so weiter. Und da gibt es schon ganz, ganz viele Hinweise darauf, dass ein zweiter Teil kommen wird. Und da ist jetzt natürlich die große Frage, wie sieht dieser zweite Teil dann aus oder wie sehe der dann aus? Und darüber möchte ich ganz gerne in diesem Video so ein bisschen quatschen. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Ideen und Verbesserungsvorschläge und allgemein Wünsche für den zweiten Teil in die Kommentare schreiben und natürlich auch gerne Stellung nehmen zu den Sachen, die ich jetzt hier so ein bisschen erzähle. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit so ein bisschen einer kontroverseren Sache, und zwar meine Idee für so ein DLC. Ich weiß, wie gesagt, DLCs sind sehr unwahrscheinlich, aber ich hätte das richtig cool gefunden, hätte man als DLC was bekommen, wo man dann den Weg von Trilla spielt, also der Inquisitorin der zweiten Schwester, und dann halt alles quasi parallel aus ihrem Blickwinkel sieht, also den gleichen Storyverlauf, aber parallel aus ihrem Blickwinkel einfach, ne? Das heißt, man sieht dann am Anfang, wie Cal beispielsweise die Macht benutzt, um seinen Kumpel da zu retten, der vom Venator runterfällt, und das sieht man dann aber nicht aus Cals Sicht, sondern da ist ja so ein imperialer Suchdroide, der nimmt das ja quasi auf, und dadurch wissen sie dann Bescheid, hey, da nutzt einer die Macht, was ist das, Hier sind irgendwie komische Aktivitäten, und dann wird irgendwie die Inquisitorin dahin bestellt, und dann fängt halt quasi da die Story an, dass man dann auch quasi diesen ersten Kampf hat, und dann muss man irgendwelchen Hinweisen nachgehen, versuchen diese Rebellen oder diese Leute zu finden, diese Jedi zu finden, die zu suchen, die zur Strecke zu bringen. Man hat ja auch häufiger in der Story von Jedi Fallen Order Begegnungspunkte mit Cal, und die würde man natürlich dann auch alle wieder nachspielen und natürlich halt, wie gesagt, eher so ein bisschen dieses Hinterherstellen, dieses Suchen, vielleicht auch diesen Kampf, den man dann später gegen Saw, also man sieht den ja nie. Man befreit ja dann quasi Kashyyyk, Saw Gerreras Truppen sind dann dort, und dann hört man ja später, wenn man dann wiederkommt als Cal dort, dass dort Triller irgendwie alle umgebracht hat, irgendwie ihn gesucht hat und so, und dass man das dann beispielsweise spielen kann und so, und das als DLC hätte ich richtig, richtig, richtig cool gefunden. Da hätte man natürlich auch nochmal irgendwie vielleicht so ein paar Rückblicke haben können von ihr und Seer, wie sie dann irgendwie das aus ihrer Sicht erlebt hat und wie sie dann zum Inquisitor geworden ist und warum und was sie für Zweifel hat vielleicht und so, ne? Das merkt man ja dann zum Ende der Story hin beim normalen Fallen Order, dass sie dann irgendwie daran auch so ein bisschen Zweifel hat und sich hätte vielleicht retten können, wäre dann nicht Vader gekommen und so. Aber das hätte ich richtig, richtig gerne als DLC gesehen. Und das erstmal dazu. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal darauf ein, was wir uns denn bei Fallen Order 2 denn vielleicht so wünschen könnten. Und von der Story her ist man da ja relativ offen, ne? Die Story ist ja bei Fallen Order 1 extrem offen geendet. Von daher, da könnte man quasi eigentlich wirklich alles erzählen, ob es denn jetzt wirklich noch weiterhin so eine ja, Jedi-Story ist oder der Kampf gegen das Imperium, der Kampf gegen die Inquisitoren und gegen ja, den Imperator quasi, der dann eigentlich ja irgendwann zum Scheitern verurteilt werden müsste, weil Cal Kestis taucht ja jetzt irgendwie in den weiterführenden Medien gar nicht mehr auf. In Episode 4 bis 6 oder sowas, könnte man natürlich zeigen, oder wird man vielleicht auch zeigen, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja großartige Ideen zu der Story, da fällt mir allerdings nicht allzu viel ein, beziehungsweise ist halt einfach sehr, 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 sehr offen. Aber was man sich natürlich wünschen könnte, wären Sachen, die so ein bisschen das Spielerische betreffen, ne? Wir haben natürlich solche typischen Sachen wie, ja, mehr Machtkräfte, mehr Moves, mehr Fähigkeiten, mehr Möglichkeiten im Schwertkampf, ne? Dass man nicht nur mit einem einfachen und doppelklingen Lichtschwert kämpfen kann, sondern wirklich mit zwei einzelnen Lichtschwertern. Das ging zwar in dem ersten Teil in Star Wars Jedi Fallen Order, allerdings nur mit diesen bestimmten Kombos. Wäre natürlich cool, wenn man quasi aus diesen drei Schwertkampfstilen, sage ich jetzt mal, oder diesen drei Schwertkampfarten, das ist das bessere Wort, auswählen könnte, ob man dann eine Klinge benutzt, zwei einzelne Klingen benutzt oder diese Doppelklinge benutzt, und je nachdem haben die dann auch Stärken und Schwächen und verschiedene Kombos und verschiedene Angriffstechniken und Moves und so, ne? Das wäre natürlich richtig, richtig, richtig cool. Das gleiche gilt natürlich auch für die Machtkräfte, dass man da sagt, hey, es wäre doch ganz geil, wenn man da irgendwie andere verschiedene Machtkräfte noch hätte, ne? Weitere Machtkräfte, vielleicht auch irgendwie sich wagt, und das ist natürlich so eine Frage, wie man das in die Story einbauen könnte. Ist jetzt schwierig, weil Cal Kestis ist ja jetzt schon ein cooler Charakter und ein gestandener Charakter quasi, aber ob man es nicht wagt, dem auch vielleicht irgendwie dunkle Seite Machtkräfte zu geben, dass man sich vielleicht auch entscheidet zu sagen, man könnte dann Machtwürgegriff machen, man könnte einen Machtblitz machen, man könnte vielleicht sogar sowas, wenn man sowas schon einbaut, dann die auch die Entscheidungen bringen quasi, ob man sich für die gute oder die helle oder die dunkle Seite entscheidet im Verlaufe der Story oder im Verlaufe der Interaktion mit anderen Charakteren oder sowas. Das wäre natürlich ganz cool, ist aber wahrscheinlich extrem schwierig, das jetzt im Nachhinein oder halt nach diesem ersten Teil, wo er doch so ein sehr
sehr, sehr heller und guter Charakter ist, das dann auch irgendwie einzubauen. Ich weiß nicht, da könnt ihr ja gerne mal sagen, was ihr denn davon halten würdet, wenn man das jetzt im zweiten Teil auf einmal so bauen würde. Oder wollt ihr denn überhaupt Cal als Protagonisten für den zweiten Teil? Ich finde ihn eigentlich richtig cool. Ich würde auch weiter gerne mit der Mantis durch die Gegend fliegen und auch weiter mit der Crew. Und da finde ich, gibt es auch noch einen Punkt. Und zwar war das so, dass leider das Ende relativ schnell dann kam im ersten Teil. Soll heißen, man hatte dann am Ende zum Beispiel die Schwester Marin, also die Schwester der Nacht an Bord, ne? Und dann ist man quasi eigentlich fast schon in die letzte Mission direkt aufgebrochen. Was natürlich ein bisschen schade ist. Genauso das mit dem neuen Lichtschwert, was man dann hatte und auch quasi allen Fähigkeiten. Da hätte ich es sehr, 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 sehr gerne gesehen, dass man dann quasi nochmal so eine richtig größere Mission hat, einen richtig größeren Planeten, wo man nochmal irgendwie großartig was erlebt und dann halt ins große Finale zieht. Leider war die Marin dann dadurch so ein bisschen am Ende quasi noch drinne, aber halt auch irgendwie nicht wirklich lange. Man hat jetzt nicht wirklich sich viel mit ihr unterhalten können, nicht wirklich viel mit ihr beschäftigen können. Das ist natürlich ein bisschen schade, deswegen auch gerne natürlich irgendwie die Möglichkeit, dass man diese Charaktere und diese ganzen Leute weiterhin kennenlernen kann im zweiten Teil, dass man die dann irgendwie vielleicht wie bei Mass Effect oder sowas sogar irgendwie Beziehungen mit denen eingehen kann. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein Ding, was sich manche wünschen. Ich fände es auf jeden Fall interessant. Wäre jetzt irgendwie nicht was ich mir unbedingt wünschen würde, aber fände ich interessant. Aber vielleicht im Allgemeinen mal so ein bisschen mehr diese Interaktion noch mit der Crew, dass man vielleicht auch von denen richtige Aufträge bekommt. Das haben sie schon richtig gut gemacht mit diesem, mit dieser Arena, dass dann der Pilot Schulden hatte bei den einen und dann musste man da in der Arena kämpfen und so. Das war so eine richtig schöne Side-Story-Quest irgendwie oder so eine Side-Story, die natürlich irgendwo in der Hauptstory verbunden war. Aber das war richtig cool und ich fände das richtig geil, wenn man da irgendwie vielleicht sich sogar mit den Crewmitgliedern unterhalten könnte und dann, wenn man viel mit denen macht oder viel mit denen quatscht, dann trauen sie einem irgendwie irgendwelche besonderen Aufträge, vertrauen sie einem irgendwelche Aufträge an oder sowas, dass man dann besondere Aufträge machen muss für die, beispielsweise bei Sia dann irgendwas mit dem Verbleib der Jedi und bei Marin dann halt irgendwas mit den Schwestern der Nacht oder mit irgendwelchen anderen Hexer oder Hexenkults quasi. Also ich fände das auf jeden Fall sehr interessant, wenn man das noch ein bisschen weiter nutzen würde, diese ganze Crew, Geschichte quasi, dass man da halt mehr machen könnte, vielleicht auch allgemein ein bisschen mehr mit den NPCs interagieren. Da waren echt coole Sachen dabei bei Fallen Order 1, aber ich glaube, das könnte man halt einfach ausbauen. Allgemein, ne, möchte ich nochmal sagen, ich fand Fallen Order richtig, richtig gut, ist auf jeden Fall mein Spiel des Jahres 2019, ich fand das super gut, ich bin da total aufgegangen drin, ne? Und ich will das gar nicht kritisieren, aber es gibt ja immer Sachen, wo man sich sagt, ey, das war schon richtig gut, aber das könnte man vielleicht nochmal ein bisschen besser machen, ne? Deswegen, das soll jetzt gar nicht großartig eine Kritik sein, sondern eher einfach nur so, was würde ich mir wünschen, was könnte man noch besser machen vielleicht, ne? Dann gibt es natürlich noch die Sache, dass man vielleicht mehr Planeten einbauen könnte. Ist natürlich jetzt wieder so eine Sache, immer dieses Fordern nach mehr, nach mehr, nach mehr, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich weiß, das ist halt einfach nur, ey, mir macht das Spiel so viel Spaß oder mir hat dieses Spielprinzip oder alles drumherum so viel Spaß gemacht, ich will einfach mehr davon. Das ist natürlich ein gutes Zeichen, da kann man eigentlich quasi, ne, es gibt bei Star Wars gibt es halt einfach irgendwie so viele Planeten, da kann man eigentlich quasi nie zufrieden sein wahrscheinlich. Da würde man jetzt sagen, oh, was wäre denn, wenn man noch diesen Planet einbaut und diesen Planet einbaut und diesen Planet einbaut und das wäre noch cool und das wäre noch cool und das wäre noch cool. Klar, aber irgendwie muss es sich auch in Grenzen halten, deswegen ist natürlich so eine Sache für sich. Aber ich fände es auf jeden Fall trotzdem ganz gut, was ich vorhin auch angeschnitten hätte, wenn man denn diese ganzen Fähigkeiten hat und diese quasi den vollgeskillten Cal hat, dass man dann nochmal so ein bisschen weiter und länger irgendwo sich aufhalten kann oder nochmal so einen richtig schönen neuen Planeten nochmal erkunden hätte können. Wäre zumindest bei Fallen Order 1 ganz cool gewesen. So, aber erkunden ist ein gutes Stichwort, denn das ist, glaube ich, ein Kritikpunkt, den ganz viele hatten. Und zwar, dass dieses Erkunden, was ja auch echt cool war in dem Spiel mit den Machtechos und mit den verschiedenen Ponchos und allgemeinen Skins für BD-1 und für die Mantis und so weiter, die waren gut gemacht, aber viele Leute hatten da keinen Anreiz dran. Viele Leute mögen, glaube ich, das nicht so sehr, dass man quasi nur so sein Optisches anpassen kann und dadurch keinen spielerischen Vorteil hat. Auch wenn es sogar nur einen ganz kleinen spielerischen Vorteil hätte oder das wirklich nur minimal, marginale Auswirkungen hätte auf das Spielgeschehen. Und ich glaube, das fände ich persönlich sogar auch ganz gut. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Das ist so eine Sache, da ist man hin und her gerissen. Einerseits finde ich das ganz cool mit diesen Skins. Ich fand die Ponchos jetzt die meisten Ponchos fand ich leider echt hässlich. Und ich mochte die Ponchos ja im Allgemeinen nicht. Ich mochte das eher, wenn man den Poncho sogar komplett weggelassen hat und nur diese Arbeiter oder diese Kluft quasi anhatte. Diese Kampfkluft da, diese Lederkluft, wie auch immer. Und ja, ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ich fände das wahrscheinlich sogar auch nicht schlecht, wenn man da in irgendeiner Form Werte hätte,
mit denen man dann da rumspielen kann. Und je nachdem, welche Ausrüstung man anhat oder je nachdem, welche Sachen man so findet, kann man diese Werte halt verbessern. Ne? Dieses typische Rollenspiel-Ding halt, was es so gibt. Man kennt das ja aus Spielen wie jetzt zum Beispiel Dark Souls. Da gibt es ja auch verschiedene Ausrüstungsgegenstände, die dann verschiedene Werte haben. Oder wenn man dann sein Lichtschwert irgendwie auf die und die Art verbessert, dass es dann irgendwie, ja, dass man schneller angreifen kann oder weniger Ausdauerverbrauch hat oder irgendwie ein bisschen mehr Schaden macht oder so. Wie gesagt, es muss ja jetzt nicht wirklich extrem viel sein. Es muss ja jetzt nicht wirklich so sein, dass man quasi gezwungen ist zu erkunden. Es gibt bestimmt viele Leute, die sagen sich, ah nee, so erkunden und irgendwie Sammelgegenstände, das ist mir so doof, ich will das gar nicht. Ich will lieber einmal durchs Abenteuer durch und das auch fix und schnell und dann habe ich eine geile Story und alles kompakt. Und andere Leute, die sagen sich, nee Mann, ich will in dieser Welt versinken, ich will mir alles angucken, ich will möglichst alles sammeln. Ich will meinen Kerstes so krass ausstatten, dass er der Beste überhaupt ist. Und ich fände das eigentlich ganz geil, glaube ich. Ich glaube, ich fände das auch ganz gut, wenn man tatsächlich diesen Anreiz zum Erkunden nochmal so ein bisschen erhöht, indem man dann sagt, diese Gegenstände, die man findet und diese Collectibles oder halt irgendwie Anpassungsgegenstände, ob es Rüstungen sind oder halt aber irgendwie Lichtschwertteile sind, dass die in irgendeiner Form Auswirkungen haben. Man muss ja gar nicht unbedingt sagen, dass die dann, dass man gezwungen ist, genau diesen Gegenstand zu nehmen. Dann beispielsweise so der rote Poncho, der sieht zwar total beschissen aus, aber ist quasi der beste von den Werten her. Das mag ich nämlich gar nicht so sehr. Aber ich fände es ganz cool, wenn man halt irgendwie in irgendeiner Form Werte hätte und vielleicht teilt man das einfach. Man hat dann einerseits irgendwie optische Gegenstände, die man nehmen kann. Die sind dann wirklich nur für die Optik da. Und andererseits irgendwelche Sachen, die für die Werte sind und das quasi verbessern oder sowas. Und die dann quasi, oder man kann es sich aussuchen, ob man dann sagt, ich möchte zwar gerne diese Werte haben von dem und dem Poncho, sagen wir jetzt einfach mal, oder dem und dem Lichtschwertgriff, aber möchte gerne das Aussehen von dem und dem Lichtschwertgriff haben. Weil was ich nicht mag, ist natürlich, dass man quasi die besten Stats hat auf irgendeiner Waffe, also die besten Werteverbesserungen. Oder auf irgendeinem Gegenstand. Aber der sieht absolut scheiße aus, weil ich will ja auch irgendwie, dass mein Charakter richtig cool aussieht und richtig geil und richtig stimmig und so. Deswegen, das wäre auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, fände ich zumindest. Das wäre ganz cool. Ein letztes Ding, was ich noch habe, oder beziehungsweise was vielleicht viel negativ aufgefallen ist, wo ich sagen würde, da bin ich mir unsicher, inwiefern man das machen sollte, ist das Backtracking. Also, dass man häufiger auch mal irgendwie schon besuchte Orte nochmal neu besuchen muss, über Landstriche oder Gebiete laufen muss, wo man schon häufiger war und die man eigentlich schon quasi erkundet hatte, und dass viele es gefordert hätten, ein Schnellreisesystem zu haben. Da bin ich echt unsicher. Wenn man sowas macht, dann würde ich das mit ganz viel Vorsicht einbauen, weil diese Schnellreisesysteme machen auch häufig irgendwie was kaputt. Man erinnert sich an diese Stelle, wo man die Kopfgeldjäger oder wo man den Kopfgeldjägern das erste Mal begegnet ist. Das war für mich so ein unfassbarer Magic Moment und der geht nicht, wenn man Schnellreise in diesem Spiel hätte. Oder zumindest, wenn man eine extreme Schnellreise in diesem Spiel hätte. Weil da ist man aus diesem Gewölbe rausgekommen und wollte dann einfach nur zurück zur Stinger Mantis da und auf einmal wird man von Kopfgeldjägern angegriffen, obwohl man sich die ganze Zeit schon im Kopf so gedacht hat, okay, jetzt gehe ich hier lang und da gehe ich so zurück und so komme ich am schnellsten zur Mantis zurück und war dann schon quasi im Kopf viel weiter, war dann schon, ja okay, jetzt geht gleich die Story weiter, jetzt fliege ich gleich, ich glaube nach Kashyyyk ist man dann geflogen, jetzt kann ich gleich nach Kashyyyk fliegen, cool, Kashyyyk kennt man schon, und auf einmal kommen so richtig, also ich war damals auch im Let's Play so total überrascht und so, was, das ist ja total dynamisch, auf einmal kommen hier Kopfgeldjäger und nehmen einen mit, auf einmal passiert hier was ganz anderes, wow, was ist das denn auf einmal, und sowas kann man halt echt gut einbauen, wenn man sowas nicht hat, wie die Schnellreise. Und wenn man da eine Schnellreise gehabt hätte, dann wäre man einfach aus diesem Gewölbe raus, hätte gesagt, okay, jetzt Schnellreise, zack, zur Mantis zurück und ich bin wieder da und kann jetzt weiterfliegen. Und dann kann man sowas nicht einbauen, solche richtig überraschenden Sachen. Und das war eine der überraschendsten Sachen, fand ich zumindest in dem Spiel. Und sowas ist natürlich super geil, ich liebe sowas, wenn man solche Überraschungen quasi einbaut, womit man überhaupt nicht rechnet. Und ich hoffe natürlich, sowas kommt im zweiten Teil auch vor. Das dürfen sie natürlich auch nicht übertreiben, ich fand es im ersten Teil sehr gut eingesetzt. Und von daher, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, was Schnellreise angeht. Ich weiß nicht, da könnt ihr ja gerne mal eure Meinung schreiben oder ob ihr in irgendeiner Form dieses Problem vielleicht irgendwie lösen könnt, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Aber ich würde sagen, fast damit wäre es das eigentlich. Das wären so meine, gerade die Ideen, die ich so hatte im Kopf, was ich für Star Wars Jedi Fallen Order mir wünschen würde. Was hättet ihr denn für Ideen? Und schreibt natürlich auch gerne mal rein, was ihr denn von so einem Thriller-DLC halten würdet. Das finde ich natürlich auch richtig, richtig cool. Und von daher, das wär's mit dem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.